Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und heute zeige ich euch, wie man so eine Boombox, also eine mobile Partymusikanlage selber bauen kann. Ja, ich hatte ja mal dieses Video Brüllwürfel hochgeladen, da gab es ja sehr viele Kommentare und Bewertungen dazu und deswegen werden wir das Ganze nochmal bauen. Hier haben wir die paar Materialien, die wir dafür benötigen. Das ist jetzt nicht alles, aber hier seht ihr gleich nochmal eine Materialliste. Natürlich brauchen wir auch Werkzeug dafür, wie Stichsäge, Akkuschrauber und. Ja, als Material brauchen wir ein Autoradio und Blei-Akku, Lautsprecher, Solarladeregler, Kabel, Elko und. Das Ganze seht ihr ja hier, dann macht einfach nochmal Pause. Fürs Gehäuse nehmen wir Holzbretter, also Regalbretter. Dafür wären natürlich Multiplexplatten besser, aber die sind viel teurer. Ja, und dann brauchen wir noch eine ganze Menge Werkzeug wie Akkuschrauber, Stichsäge, wie ich eben schon gesagt habe. Heißkleber ist immer ganz praktisch und. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit den Seitenteilen. Wir haben das Ganze schon zuschneiden lassen beim Baumarkt. Und jetzt messen wir gerade die Maße für die Metallgriffe aus. Wenige Minuten später. So, jetzt sind wir damit fertig und schneiden die ganzen auch aus. Das kann man natürlich besser machen mit einer Bandsäge oder so, haben wir aber nicht, deswegen nehmen wir einfach eine Stichsäge. Ist zwar ein bisschen Flindelei, geht aber auch gut. So, dann haben wir jetzt in die Front alles aufgezeichnet. Das hat eine ganz schöne Weile gedauert und die ganzen Maße genommen. Ja. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. Jetzt haben wir nämlich das Ganze ausgeschnitten und bohren jetzt Löcher für Powerschalter und USB-Ladegerät. So. Hier kommt das Voltmeter rein. Das wird aber noch mit Umleimer verklebt, das Holz, dass es nicht so doof aussieht. Die Lautsprecher werden jetzt auch festgeschraubt. Wir haben leider auch einen kleinen Fehler gemacht beim Aussägen. Das war bei dem einen Lautsprecher hier ein bisschen zu groß, das Loch ausgesägt. Deswegen ist da ein kleiner Schlitz. Ja, der zweite Lautsprecher auch wieder reinschrauben. Das geht ganz einfach. Jetzt nehmen wir so ein Handy-Ladegerät vom Auto, nehmen das auseinander und löten ein Kabel an die Stromabnehmer dran, damit das Ganze dann halt mit Strom versorgt werden kann. Das Ganze wird jetzt auch wieder zusammengebaut, aber ich lasse so Federn und so weg. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und dann geht's weiter. So, jetzt bohren wir die Kaltgerätebuchse rein. Das machen wir auch mit dem Bohrer und der Stichsäge. So, passt doch perfekt. Ja, dann haben wir noch ein Bassreflexrohr reingebaut. Das habe ich jetzt leider nicht gefilmt, aber ich glaube, man kann es gut sehen, das wurde auch mit Heißkleber festgeklebt. Ja, jetzt verschrauben wir den Deckel, der eingesenkt wird, erstmal alles schön anzeichnen. Dann vorbohren mit dem kleinen Bohrer. Mit dem etwas größeren Bohrer machen wir eine Gärung, eine Versenkung, dass die Schraubenköpfe sich da drin versenken. Und jetzt werden die Schrauben reingeschraubt. Die Schrauben sind übrigens Edelstahlschrauben. Ja, hier haben wir den Schaltplan. Das Ganze seht ihr auch nochmal alles auf meiner Website. Link ist natürlich in der Beschreibung. So. Hier sehen wir nochmal den Schaltplan von der Musik-LED. Die ist ein bisschen anders gebaut mit den Dioden und so. Das Video dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, was ich mal früher gemacht habe. Jetzt wird das Ganze zusammengebaut. Zuerst werden die Lautsprecher angelötet. Einfach halt an die Lautsprecherausgänge vom Autoradio, das ist das geringste Problem. Erstmal schön verzinnen. So, jetzt verlöten wir an den LED-Stripe die Kabel. Der LED-Stripe ist einfach dafür da, dass die Lautsprecher halt schön zum Takt der Musik leuchten. Und nein, da baue ich auch keine Frequenzweiche ein, das würde einfach viel zu viel Arbeit sein und würde nicht viel ändern. So, jetzt wird das Ganze dann ein bisschen mit Malertape drumherum gemacht. Und dann mit Heißkleber verklebt. So, hier sieht man nochmal, wie das mit Heißkleber verklebt wird. Das hält eigentlich ganz gut. Es darf halt nicht an die Membran kommen, sondern nur am Chassis festgeklebt werden. So, jetzt verschrauben wir einen Laderegler, der sich halt um die ganze Energie kümmert. Als kleiner Tipp, ihr könnt, wenn ihr keinen Sicherungshalter habt, so Kabelschuhe dafür verwenden. Ja, jetzt verkabeln wir das Ganze. Ich sage jetzt nicht alles tausendprozentig, das seht ihr ja im Schaltplan, aber im Groben geht es vom Akku über die Sicherung zum Schalter und von da aus zum Laderegler.
Ja, der Senderspeicher vom Radio muss halt dauerhaft am Strom sein. Das war ein bisschen schwierig, aber es funktioniert auch so. Der große Elko ist hierfür, dass der Bass besser ist, weil der Laderegler nicht so viele Impulsleistungen raushauen kann. Das Ganze wird schön über die Vakuumklemmen gemacht, dass man es einfach verbinden kann. 146 Minuten später. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wir haben für den Akku so ein kleines Gehäuse gebaut, dass wir ihn verschrauben können. Elko ist mit Heißkleber festgeklebt, der Rest ist jetzt alles schön verkabelt. Ja, Musik-LED hängt auch noch dran. Aber die ist noch nicht wirklich ganz angeschlossen, seht ihr gleich noch. Ja, die Antenne haben wir da lang gelegt. Hier die Musik-LED, die wird ganz einfach gebaut wie in meinem alten Video. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung, aber es sind ein paar zusätzliche Sachen dran, wie Elkos und Dioden. Habe ich ja schon im Schaltplan gesagt. So sieht das Ganze jetzt aus. So, hier haben wir jetzt die Verkabelung. Die sieht vielleicht etwas chaotisch aus, funktioniert aber super und geht gut. Ja, wenn ihr irgendwo so Preisschilder oder Aufkleber habt, nehmt am besten Nagellackentferner. Der löst das Ganze gut auf und ihr könnt es besser abmachen. Jetzt wird wieder angezeichnet, wo wir vorbohren. Das Vorbohren ist sehr wichtig, sonst splittert euch das Holz und dann wird die Rückwand auch wieder festgeschraubt. So, hier haben wir nochmal die ganzen Maße. Wie schon gesagt, auch nochmal auf meiner Webseite gut zu sehen. Ja, das Gute ist jetzt, wir können einstellen, ab welcher Lautstärke die Musik-LEDs leuchten sollen. Und ihr seht schon gleich, ab der Lautstärke leuchten sie schon, ohne dass man es jetzt wirklich hört. Jetzt ein Soundcheck. Teil kann natürlich noch lauter schaffen, wenn ich zum Beispiel den X-Plot einschalte und den Bass runterdrehe und halt einfach viel weiter aufdrehe. Aber 102 Dezibel bei 3 Ampere ist schon ganz ordentlich. So, und hier seht ihr nochmal in dem USB-Anschluss einen Bluetooth-Empfänger. Dann kann man das Ganze super übers Handy steuern. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Box. Sie ist wirklich schön geworden. Man hätte es natürlich noch besser machen können mit einem Verstärker statt dem Radio, LiPo-Akku und und. Das Ganze wäre aber auch sehr viel teurer geworden. Man könnte auch bessere Lautsprecher verwenden. Aber dafür, dass es mich fast nichts gekostet hat, ist es ein super Ergebnis. Und hier nochmal ein paar Soundchecks und dann tschüss, bis zu einem weiteren Video von mir.